Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Ja, bei den Aktienindizes, da haben wir zuletzt eine ganze Reihe von namhaften Ausbrüchen gesehen bei einer Vielzahl von Aktienindizes. Und einen haben wir für die heutige Sendung herausgegriffen, nämlich den S&P 500. Da steht nämlich mit 3044 Punkten ein neues Allzeithoch für die amerikanischen Standardwerte zu Buche. Und was den Techniker an der Stelle besonders aufhorchen lässt, ist die Tatsache, wir haben dieses neue Rekordlevel mit einem Aufwärtsgap vollzogen. Das heißt also, die alten Allzeithochs mit einer Kurslücke nach oben übersprungen, und das ist dann doch noch mal ein ganz besonders deutliches Ausrufezeichen hinsichtlich dieses Ausbruchs auf der Oberseite. Aus charttechnischer Sicht kommt ein zusätzliches trendbestätigendes Kursmuster in Form eines aufsteigenden Dreiecks hinzu. Und aus der Höhe dieses Kursmusters, dieser Kursformation, ergibt sich jetzt ein kalkulatorisches Mindestanschlusspotenzial von 200 Punkten. Was dem Techniker jetzt das Leben ein bisschen erschwert, abseits dieser 200 Punkte Anschlusspotenzial, ist es relativ schwierig, im Uncharted Territory neue oder Zwischenetappenziele herauszuarbeiten. Wir haben es versucht über zwei Fibonacci-Projektionen, die ziemlich dicht zusammenfallen. Also hier ein Cluster aus zwei unterschiedlichen Projektionen, die bei gut 3155 Punkte entstehen. Einmal abgeleitet aus der Korrektur vom vierten Quartal 2018 und dann abgeleitet aus der Verschnaufpause vom Sommer 2019. Konkrete Marken sind hier 3155 bzw. 3162 Punkte. Und das ist ein wichtiges Etappenziel, wie gesagt, auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses kalkulatorischen Anschlusspotenzials von rund 200 Punkten, das wir aufgezeigt haben. Rund wird der Chart oder die Ausbruchssituation aktuell dadurch, dass man wirklich engmaschige Absicherungen wählen kann für Trader, hier prädestiniert logisch die alte Ausbruchsmarke und die Kombination dieser Ausbruchsmarken mit dem angesprochenen Gap bei gut 3000 Punkten. Und wer ein bisschen strategischer unterwegs sein möchte, der kann seinen Long-Engagements mit einer Absicherung auf Basis der 38-Tages-Linie bei 2978 Punkten ein bisschen mehr Luft zum Atmen lassen. Liebe Zuschauer, wir hatten als Einleitung, als Aufhänger zur heutigen Sendung die vielfachen und mannigfaltigen Ausbrüche auf der Oberseite gewählt. Ein Index, der ebenfalls ein neues Allzeithoch hinbekommen hat und vollzogen hat, ist der Philadelphia Semiconductor Index, der sogenannte SOX Index. Auch da steht ein neuer Rekordstand zu Buche, reiht sich also in die Folge mit dem S&P 500 ein. Und das ist besonders bemerkenswert, einmal, weil diesem Index doch immer der Charakter eines guten konjunkturellen Seismographen zugemessen wird. Und zum Zweiten ist es die perfekte Überleitung zu unserem Einzelaktientitel, den wir heute ausgewählt haben, nämlich der Apple-Aktie. Auch da haben wir einen ganz entscheidenden Ausbruch, nämlich den Ausbruch über den Kreuzwiderstand aus dem alten Allzeithoch bei 233 Dollar und dem ehemaligen Aufwärtstrend seit 2009 bei 235 Dollar gesehen. Auf diesen Kreuzwiderstand als wichtigen Beiträger haben wir auch in unserem täglichen Newsletter hingewiesen. Den haben wir jetzt tatsächlich übersprungen, und damit entsteht aus charttechnischer Sicht wirklich eines der besten Signale der technischen Analyse überhaupt. Trotz der überkauften Situation, beispielsweise der RSI, ich habe ihn auch unten im Chart eingearbeitet, gehen wir deshalb von einem validen Ausbruch auf der Oberseite aus. Und im Uncharted Territory ist auch hier eine Fibonacci-Projektion bei rund 268 Dollar das nächste Anlaufziel. Also wirklich schöne bestätigte Ausbrüche bei Indizes, bei Einzelaktien. Der Ball liegt also derzeit im Feld der Bullen, und was auch den Charme dieser Trading-Konstellation bei der Apple-Aktie ausmacht, ist eben die Tatsache, auch hier kann man wirklich enge Stop-Loss auf der Unterseite wählen.
nämlich prädestiniert an der Stelle das alte Allzeithoch vom Oktober 2018. Ich hatte es schon genannt, bei 233 Dollar. Und damit entsteht dann auch wirklich ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bei neuen Long-Engagements. Liebe Zuschauer, damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Viel Erfolg bei Ihren eigenen Trading-Aktivitäten. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Woche. Tschüss aus Düsseldorf.